Hallo liebe Mäuse und herzlich willkommen zu Martin läuft Staffel 3, Folge 3. Gut, was ist diese Woche passiert? Relativ wenig. Dienstag war ich nochmal laufen. Genau, und danach hat mich wirklich der, wie soll ich sagen, die Müdigkeit übermannt. Also am Donnerstag wollte ich laufen, aber da habe ich von Mittwoch auf Donnerstag habe ich wirklich so schlecht geschlafen. Da bin ich nach Hause und bin dann einfach ins Bett gefallen. Freitag wollte ich laufen, aber da war es genauso. Samstag konnte ich nicht, zeitlich. Heute wollte ich laufen und dann hat es geschneit, sehr viel geschneit. Am Morgen dann gegen Mittag, ich habe immer noch nicht gegessen, habe ich mir gedacht, wow, jetzt könnte ich doch laufen gehen, ziehe mich gerade an, kriege noch ein Telefonat, telefoniere, gehe dann, schaue dann nochmal aus dem Fenster raus und was ist, es schneit schon wieder und dann habe ich mir gesagt, okay, leck mich am Arsch, dann gehe ich halt heute nicht laufen. Genau, ja, das zeigt sich so ein bisschen als Problem. Ich muss da noch einen ordentlichen Rhythmus finden, dass ich einfach ab und zu laufen gehen kann und dann dort keine Probleme habe. Also immer nachmittags dann natürlich, wenn ich von der Arbeit zurückkomme. Und genau, das wird sich alles noch ein bisschen einspielen. Ich meine, bis jetzt besuche ich die Ärzte immer. Besucht die ernsthaft und redet mit denen auch. Und das hat leider auch zur Folge, dass die mich oft einfach warten lassen. Warten lassen und warten lassen. Und ich hocke halt dran und denke mir so, okay, gut. Ist ja auch ein Service und so weiter. Aber natürlich ist es dann auch ein bisschen nervig, wenn man in Extremfällen manchmal 40 Minuten auf den Arzt wartet und dann ungefähr 4 Minuten Gespräch hat. Das ist ein bisschen, ja. Mei, ansonsten komme ich mit dem neuen Job relativ viel in Bayern unterwegs. Also komme ich relativ viel umher, was ganz nett ist, weil ich, das Gebiet ist einfach schön. Und gerade Bayern ist einfach schön mit den Bergen und so weiter. Und da dann Auto zu fahren und Radio zu hören, ist jetzt nicht das Schlechteste. Genau. Ansonsten, im Großen und Ganzen passiert relativ wenig gerade. Ich versuche ab und zu laufen und ich werde auch jetzt immer wieder einen Ticken schneller. Jetzt noch nicht so wahnsinnige Sprünge, aber zumindest auf 10 Kilometer kann ich schon eine Minute rausholen. Und auch, ich habe jetzt auch schon ein Kilo wieder abgenommen. Das ist noch ein weiter Weg bis zu einem Ziel. Ja, also jetzt wiege ich gerade 102 Kilo und ich möchte wieder auf 95 Kilo runter. Genau, ich versuche ab und zu dann immer auch noch Hanteltraining zu machen und mein Gleichgewicht zu trainieren, was auch alles, es fällt halt alles irgendwie ein bisschen. Lohnarbeit ist, glaube ich, das prinzipielle Problem an dem ganzen Geschichte. Aber gut, es geht schon, man kann sich da eigentlich gar nicht so groß beschweren. Ansonsten, der Job ist eigentlich so ganz nett, macht mir auch halbwegs Spaß, ist so wie Lohnarbeit halt Spaß macht. Und genau, jetzt gerade für die Zeit ist es, glaube ich, sogar ganz gut. Was mir jetzt dann natürlich auch noch wesentlich mehr Gedanken macht, ist halt die steigende Inzidenz wieder und dass wir es als Gesellschaft anscheinend nicht hinbekommen, irgendwie vernünftig zu reagieren. Wir machen die Schulen auf, die Inzidenz steigt so schnell, dass wir sie an der Schulöffnung gleich wieder schließen können. Ja, anscheinend sind wir nicht in der Lage, permanent einfach mal zu Hause zu bleiben, ohne uns gegenseitig im Gesicht rumzulecken oder irgendwas. Und das halt ist für mich sehr, sehr deprimierend, weil ich mir immer denke, okay, im Grunde genommen, die Leute sind ja vernunftbegabt. Also von dem her sollten sie ja auch vernünftig handeln, aber das tun sie halt nicht. Und so ist es halt anscheinend einfach. Genau. Ansonsten, wenn ihr dann eine Meinung dazu habt, schreibt die gerne runter in die Kommentare.
Ich weiß, das ganze Thema ist relativ komplex und so sollte man es auch behandeln, weil natürlich nicht alles in der Corona-Krise ist gut gelaufen. Das ist ganz klar. Und nicht jede Maßnahme ist wirklich sinnvoll, die die Regierung macht. Manche ja, manche nein. Aber das muss man sich im Einzelfall anschauen und auch den Einzelfall evaluieren, also bewerten. Und nicht einfach pauschal irgendwie sagen, ja, alles doof oder alles super. Das wäre meiner Meinung nach kompletter Schwachsinn. Gut, genau. Ansonsten, mei, krisenmäßig passiert halt nicht so viel. Und ja, lauftechnisch, ich bemühe mich. Ich muss da halt auch einfach mal in so einen Rhythmus reinkommen. Das ist, glaube ich, eher das Problem gerade. Genau. Und ansonsten seht ihr mich jetzt wieder mit längeren Haaren und einem längeren Bart im Abspann. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, liked das Video und schreibt eine Herausforderung an herrefilms@gmail.com. Das würde mich sehr freuen, weil dann können wir endlich mal anfangen, auch die ganzen Herausforderungen zu zeigen. Ansonsten die nächste Folge kommt natürlich wieder nächsten Montag um 20 Uhr, wie jetzt jede Folge kommt. Ciao. So, das Video ist jetzt vorbei, aber natürlich habt ihr die Möglichkeit, hier oder hier oder hier oder hier noch andere Videos anzuschauen, Staffeln anzuschauen, den Kanal zu abonnieren. Und natürlich könnt ihr hier auch noch unter Martin Läuft, nein, unter herrefilms@gmail.com eure Herausforderung reinstellen. Und natürlich werde ich auch irgendwann wieder den Bart ein bisschen mehr verlieren und auch die Matte hier oben ein bisschen mehr verlieren, wenn die Krise wieder ein bisschen zu Ende geht. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Like das Video, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar, das würde mich sehr freuen. Zu den ganzen Themen, die ich da wahrscheinlich besprochen habe. Aber da das ein Video ist, das jetzt nach jedem Video kommt, vielleicht habe ich auch andere Themen besprochen. Ich weiß es noch gar nicht, weil die anderen Videos noch gar nicht gedreht wurden. Gut.